Hallo und willkommen zum Dear Reader Tag. Der Dear Reader Tag, den habe ich bei Steffi von Lady of the Books gesehen. Ich verlinke euch ihr Video mal unten in der Infobox. Sie hat mich zwar nicht explizit darin getaggt, aber es hat mir als Zuschauerin so großen Spaß gemacht, dabei zuzuschauen. Und es ist auch ein Tag, der so ein bisschen an Vorsätze und Jahresabschluss rangeht. Und da wir jetzt gerade noch im ersten Quartal sozusagen sind, dachte ich, der passt zeitlich super. Und ich dachte mir, ich mache den einfach mit und bringe euch sozusagen noch so ein paar Eindrücke zu meinem Lesejahr 22 und was ich mir für 23 erwarte. Und ich hoffe, ihr habt als Zuschauer genauso viel Spaß mit dem Video, wie ich es bei Steffi hatte. Schreibt mir doch gerne mal bei den Fragen unten in die Kommentare rein, welche Bücher ihr so als Antworten auf die jeweiligen Fragen hättet oder ob euch eine Frage aufgefallen ist, zu der ihr vielleicht auch gar keine Antwort habt. Ich quatsche jetzt nicht länger. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Dear Reader Tag und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Fragen. Die erste Frage ist, hast du dein Leseziel in 2022 erreicht? Und wer mich kennt, weiß, ich bin ja eigentlich jemand, der sich gar nicht so unbedingt Ziele setzt. Sei das numerisch anhand von ich will x Bücher im Jahr lesen oder auch an bestimmten Leselisten. Das setze ich mir ja eher selten oder eher wenig. Von daher kann ich das an Zahlen prinzipiell gar nicht bemessen. Ich habe zwar immer eine Goodreads-Challenge, beziehungsweise dieses Jahr habe ich nicht mal mehr eine Goodreads-Challenge, weil ich die App irgendwie nicht mehr benutze. Da standen immer 35 Bücher drin, die letzten Jahre. Mal habe ich das erreicht, mal nicht, aber ich habe auch nicht so genau gezählt, muss ich gestehen. Deswegen kann ich das an der Stelle zumindest statistisch überhaupt gar nicht auswerten. Ich hatte mir aber zu Beginn von 2022 vier Bücher vorgenommen, die ich unbedingt lesen möchte. Und zusätzlich gab es ein Pick My Sub mit Fabienne von Japan Connect. Beide Videos unten in der Infobox verlinkt. Schaut da vorbei, wenn euch das noch interessiert. Und dann seht ihr auch, was ich zu den Büchern genau gesagt habe. Ich habe davon alles bis auf ein Buch geschafft. Das heißt, ein Buch fehlte. Und das ist dieses hier. Die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Da habe ich Band 1, 2 und 3 dieser Buchreihe von meiner Mutter geschenkt bekommen. Sie hat sie gelesen, sie fand den ersten am besten, den zweiten ein bisschen schwächer, das ist dann die Geschichte des Wassers. Und der dritte ist die letzten ihrer Art. Ich bin mir nicht sicher, wie der dritte heißt. Ich habe alle drei hier und ich habe sie, wie gesagt, von meiner Mama bekommen. Und dieses Buch hatte ich mir eigentlich für letztes Jahr schon vorgenommen. Jetzt ist letztes Jahr immer mehr vorangeschritten und eigentlich war das so ein Sommerbuch und im Sommer habe ich es nicht geschafft. Ich hatte da zwei andere Buddy Reads. Ich wollte das auch ursprünglich mit Lina von Lina Laune Bücher lesen und irgendwie haben wir uns dazu dann auch nicht ausgetauscht und dann ist das Buch leider liegen geblieben. Das heißt, dieses Buch habe ich letztes Jahr leider nicht geschafft. Ich möchte es aber nach wie vor gerne lesen, weil mich das Buch sehr interessiert. Es spielt auf drei verschiedenen Zeitebenen. Ich zeige euch das hier einmal, nämlich England, Ohio, USA und in China zu jeweils verschiedenen Zeiten, Epochen. Und in einer Epoche hat man eben noch viele Bienen und Bestäuber, in der zweiten dann weniger und in der dritten, wo wir dann hier in China im Jahr 2098, also in der Zukunft sind, werden Pflanzen auf Plantagen von Hand bestäubt und wir begleiten dort eben, ich glaube, eine Frau mit ihrem Sohn, wie sie auf so einer Plantage arbeiten. Und das interessiert mich tatsächlich sehr, sowieso ein aktuelles Thema, das Insektensterben und der Klimawandel, ein Thema, was mich auch interessiert. Und ich glaube, dass diese Romanlösung davon doch ein Buch ist, was mich begeistern könnte, was mir liegen könnte. Deswegen leider nicht geschafft, aber nicht aus der Welt, es interessiert mich trotzdem weiterhin. Das heißt also, alles in allem würde ich sagen, war eigentlich mein Lesejahr 2022 sehr, sehr erfolgreich. Ich hatte mir viel anderes noch vorgenommen. Da kommen wir gleich in einer anderen Tech-Frage auch noch zu. Aber mich würde natürlich interessieren, gab es Bücher, die ihr euch vorgenommen habt, also bestimmte Titel? Oder nehmt ihr euch eine Challenge vor, wo ihr sagt, ich möchte, ich weiß nicht, 20, 30, 40, 50, 60 Bücher im Jahr lesen. Macht ihr das dann eher als Zahl fest oder macht ihr das eher als Thema fest oder anhand eines bestimmten Buches fest?
Mein Drucker macht komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Anyways, was ist dein Leseziel für 2023? Ich habe es eben schon gesagt, ich führe keinen Goodreads mehr. Ich mag diese Tracking-Apps irgendwie nicht. Die stehen mir irgendwie nicht so. Also das ist genauso wie in einem Book-Journal. Ich nehme mir das immer wieder vor, das zu machen, aber das taugt mir einfach nicht. Das ist nicht so meine Art und deswegen habe ich mir jetzt auch keine Goodreads-Challenge gesetzt. Aber es ist doch ein realistisches Pensum für mich, zwischen 30 und 40 Büchern im Jahr zu lesen. Das heißt, ich habe mir einfach wieder 30 bis 40, 35 Bücher vorgenommen. Ob ich das dann schlussendlich schaffe oder nicht, davon ist jetzt auch nichts abhängig. Also ich habe keinen Orden verdient, wenn ich es schaffe, und keinen Orden verloren, wenn nicht. Aber so in dem Dreh ist doch eigentlich das realistische Lesepensum für ein Jahr für mich. Das ist für BookTube-Verhältnisse sehr wenig, das weiß ich. Aber ich bin eine langsame Leserin und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Was ich mir aber eher vorgenommen habe, und da habe ich mir auch einiges aufgeschrieben, ist meine Themen, die ich lese, und meinen Horizont sozusagen dahingehend weiter breit aufzustellen. Ich bin ja High-Fantasy-Leserin. Ich lese auch Science-Fiction, aber das meiste ist tatsächlich High-Fantasy. Und das ist einfach das Genre, in dem ich mich zu Hause fühle. Diese fantastischen Geschichten, die machen mich einfach glücklich, die bereichern mich unglaublich. Und ich finde tatsächlich, dass High-Fantasy-Geschichten oftmals ein viel realistischerer Spiegel zu unserer Welt sind als andere Belletristik. Das ist meine Meinung, das sehe ich ganz oft so. Natürlich ist das immer fantastisch abstrahiert. Aber ich erkenne dadurch eben sehr, sehr viel von unserer eigentlichen Realität immer wieder und das macht mir großen Spaß. Und darum ist und bleibt die High Fantasy das Steckenpferd dieses Kanals, meine große Liebe. Dennoch möchte ich aus diesem Genre immer mal wieder ausbrechen. Und ihr habt jetzt ja schon gesehen, dass ich Anfang des Jahres auch eine neue Leidenschaft entdeckt habe. Und zwar sind es Manga. 2023 wird, ich glaube, mein Manga-Jahr. Also Manga kommen definitiv wieder bei mir. Ich habe mittlerweile mir schon ein paar Manga jetzt angeschafft. Ich habe auch schon einige gelesen. Und Manga werden mich in diesem Jahr und auch diesen Kanal in diesem Jahr begleiten. Ich werde die Manga-Sachen, also den Manga-Content, wahrscheinlich zwischendurch von den Büchern trennen, damit halt einfach Leute, die sich für Bücher interessieren, nicht mit den Manga vollgequatscht werden. Und Leute, die mich vielleicht schauen irgendwann, weil sie Manga-Content möchten, nicht mit den Büchern vollgequatscht werden, die sich vielleicht gar nicht interessieren. Aber es wird doch Manga-Videos auf meinem Kanal geben. Und das meine ich eben mit den Horizont erweitern. Auch mal aus meiner Komfortzone rauszuspringen, etwas anderes auszuprobieren und zu lesen. Und ich glaube, dass mir das sehr, sehr großen Spaß machen wird. Das ist also ein Punkt, die Manga. Der zweite Punkt ist tatsächlich, kulturell mehr unterwegs zu sein, würde ich sagen. Also ich möchte noch mehr ins Deutsch übersetzte Bücher lesen, gerade aus dem asiatischen Raum. Aktuell lese ich auch ein Buch, was aus in Vietnam spielt, nämlich Der Gesang der Berge. Und das ist ein sehr ergreifendes Buch. Und ich merke durch diese Literatur immer wieder, dass ich eigentlich viel zu wenig über die Welt weiß und viel zu wenig darüber weiß, was in der Welt passiert ist und noch passiert. Und das möchte ich doch auch gerne ein bisschen mehr erfahren. Die dritte Frage ist eine, die ich richtig cool finde, nämlich Frage Nummer 3. Welche Reihe möchtest du in 2023 lesen? Und ich finde super, dass die Frage zum Lesen und die Frage zum Beenden zwei verschiedene Fragen in diesem Text sind. Das heißt, ich kann euch jetzt mehrere Reihen zeigen. Welche Reihen ich lesen möchte bzw. anfangen möchte zu lesen, ist einmal ein Buch, das ich schon sehr, sehr lange da habe. Es ist auch eine Dilogie. Ich habe es auf Englisch da. Und ich weiß, dass es im BookTube-Universum sehr gehypt wird. Und ich habe noch gar nichts von dieser Autorin gelesen. Ich glaube aber, dass gerade dadurch, dass viele BookTuberinnen und BookTuber die Bücher besprochen haben, dass eine Reihe ist, die doch mir gut gefallen könnte, dass sie eben ja ein etwas düsteres Konzept hat. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, ich spreche von diesem Buch. Six of Crows von Leigh Bardugo. Das zweite Buch ist ja Crooked Kingdom, das habe ich aber nicht da. Ich habe bisher nur Six of Crows in dieser englischen Glanzausgabe mit diesem Buchschnitt, mit dem roten Buchschnitt da. Beim zweiten ist das goldgelb. Ich habe mich damals für die englische Ausgabe entschieden, weil ich mehr Englisch lesen wollte. Das ist nach wie vor so. Ihr habt ja im letzten Jahr auch zwei, drei englische Bücher hier auf dem Kanal gesehen.
Also es ist immer noch eine sehr, sehr kleine Masse. Aber der Entschluss ist immer noch da. Und als ich diesen Entschluss das erste Mal gegründet habe, lasst mich nicht lügen, aber vor 4 Jahren oder so habe ich mir dieses Buch gekauft. Nee, das muss schon länger her sein. 5 Jahre. Halleluja. Das erinnert mich daran, wie lange dieses Buch schon auf dem Sub ist. Und es ist doch ein gutes Vorhaben für 2023. Endlich, endlich in Six of Crows von Liba Dugo reinzuschauen. Die Ausgabe ist übrigens echt super, super cool. Ich mag das Schriftbild, das ist relativ groß. Also es ist sehr, sehr gut lesbar. Und wir haben hier hinten, ich zeige euch das mal, die meisten werden jetzt natürlich die Protagonisten kennen. Ich kenne die natürlich nicht, aber wir haben die hier drinnen nochmal als Farbabbildung sozusagen dargestellt. Die 6 Protagonisten, um die es gehen soll. Und ich freue mich wahnsinnig. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Die gefallen mir übrigens sehr gut, diese Illustrationen. Die sind wirklich hübsch. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Und diese Reihe, diese Dilogie, möchte ich gerne in 2023 mit Six of Crows beginnen. Eine zweite Reihe, die ich definitiv in diesem Jahr beginnen werde, ist ein Buddy Read. Das heißt also, es gibt theoretisch auch schon einen Termin. Ein bisschen muss es noch warten. Ich bin, seit ich die Bücher geschenkt bekommen habe, sehr, sehr gehypt. Ich habe sie zu Weihnachten bekommen und ich wollte eigentlich direkt starten, aber dann hat sich Fabienne gemeldet. Fabienne von Japan Connect und ich haben ja schon mehrfach gemeinsam gelesen und es macht uns immer großen Spaß. Und wir haben auch einmal bereits Fantasy zusammen gelesen und das hat Fabienne auch gut gefallen und das wollten wir gerne wieder tun. Und als sie gesehen hat, dass ich diese Bücher geschenkt bekommen habe, hat sie gesagt, halt, bevor du damit anfängst, wollen wir die nicht zusammen lesen? Und ja, das wollen wir natürlich auf jeden Fall, habe ich gesagt und wir fangen damit im April an. Ich spreche von Die Legende der Adlerkrieger von Jin Yong. Und zwar ist das Fantastik übersetzt aus dem Chinesischen. Jin Yong ist ein chinesischer Fantastikautor, der in China auch bereits sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht hat und wirklich sehr bekannt ist. Also es steht auch hinten drauf und ich glaube, Fabienne hat das auch mal angedeutet, dass es tatsächlich so ist. Das ist einer der bekanntesten Fantastik-Schriftsteller in China, im chinesischsprachigen Raum. Seine Bücher sind wirklich in mehreren Auflagen erschienen und sehr gut verkauft worden. Und daher verspreche ich mir von diesem Buch wirklich viel. Ich verspreche mir ein chinesisch anhauchendes, mittelalterliches Setting mit vielleicht Kung-Fu und Schwertkämpfen, wenn man sich das Cover mal anschaut. Und ich glaube, dass mir dieses Buch sehr viel geben kann. Und es ist der Auftaktband einer Trilogie. Ich habe bereits alle 3 Bücher da und wir werden halt zu zweit den ersten Band gemeinsam bestreiten. Ich freue mich da riesig drauf. Welche angefangene Reihe möchtest du in 2023 beenden? Und ich war erst drauf und dran zu sagen, ja, natürlich die Phileason-Saga. Also bitte. Der 12. Band, der Abschlussband, erscheint diesen September. Ich bin so, so, so gehypt. Aber ich mache ja gerade eine Phileason-Pause. Ich bin, glaube ich, jetzt, ich wäre jetzt bei Band 9. Das heißt, 9, 10, 11 müsste ich noch hören. Und dann den 12., der im September erscheint. Ich könnte das Pensum definitiv schaffen. Aber ich will auch irgendwie nicht, dass es aufhört. Also ich lasse mir gerne noch ein bisschen Zeit mit der Phileason-Saga, deswegen stellen wir die hier mal stellvertretend in den Raum. Aber das ist jetzt nicht die Reihe, die ich euch zeigen möchte, denn ich möchte euch eine ganz andere Reihe zeigen, nämlich eine Manga-Reihe. Und das ganz, ganz Tolle an dem Manga ist, dass ich davon Band 1 von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und ich muss jetzt mal den Stapel hier gerade sortieren, denn ihr seht schon, es ist nicht bei einem Band geblieben. Ich habe mir mittlerweile Folgebände gekauft. Die Reihe ist in 20 Bänden abgeschlossen. Das heißt also, es ist alles abgeschlossen, es sind auch alle schon erschienen und ich habe jetzt Band 1 bis 5 auch schon gelesen. Also die Hälfte dieses Stapels ist gelesen. The Promised Neverland. Diese Reihe möchte ich unbedingt in diesem Jahr beenden. Ich denke, das werde ich auch schaffen. Ich bin jetzt bei Band 5. Manga lassen sich ja doch relativ schnell und zügig lesen. So ist das Cover vom ersten Band. Ich zeige euch jetzt mal nur die ersten 2, 3, weil andere Folgecover sonst vielleicht ein bisschen spoilern könnten. Aber ihr seht, ich habe schon 8 da. Und es sind 20, das heißt also, ich komme hier auf jeden Fall gut voran und The Promised Neverland wird definitiv in diesem Jahr beendet. Ich nehme hier mal Band 1, 2 und 3,
Die anderen lege ich mal zur Seite und da kann ich euch auch die Cover zeigen und euch kurz erzählen, wirklich nur ganz kurz, worum es geht. In The Promised Neverland geht es um Emma, Norman und Ray. Das sind die drei Kinder hier auf dem Cover. Es sind übrigens alles Kinder. Emma ist das Mädchen, Norman der blonde Junge neben ihr und Ray der schwarzhaarige Junge hier auf dieser Seite. Und diese Kinder wachsen alle in einem Waisenhaus auf. Ich zeige euch das mal hier hinten. Da. Die sind alle in einer großen Villa. Und dort sind über 20 bis 30 Kinder und werden dort von einer Pflegerin, die von allen Mama genannt wird, betreut. Und es kommen immer mehr Kinder in das Waisenhaus, aber es gehen auch immer wieder Kinder, die dann an Familien vermittelt werden konnten und somit aus dem Waisenhaus ausziehen können. Doch das Ganze entpuppt sich nicht als eine nette Waisenhausgeschichte, wo wir Kinder bei ihrem Schabernack begleiten, sondern es entpuppt sich als eine Horror-Mystery-Geschichte. Wir haben in diesen Bänden Monster. Und was dieses Waisenhaus mit Monstern zu tun hat und wie diese Kinder davon erfahren und wie diese Kinder damit umgehen, das müssen wir in The Promised Neverland selber lesen. Aber es macht mir großen Spaß. Ich finde es auch ganz toll, dass ich da den ersten Band geschenkt bekommen habe. Denn ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte vielleicht gar nicht selber zu dem Buch gegriffen, zu diesem Manga, aber er macht mir großen Spaß. Also er ist wirklich toll und ich begleite die Kinder wirklich gern. Im Hinterkopf haben müssen wir, dass Emma, Norman und Ray erst 11 sind. Und vieles, was sie hier tun, ist mit dem Gedanken daran, dass sie eben erst 11 sind, sehr, sehr unrealistisch. Ich glaube, Kinder würden nicht so denken können, wie diese drei Protagonisten und auch andere Kinder in diesen Bänden denken können. Das heißt, wir dürfen hier nicht zu ernsthaft rangehen, sondern mit einer gewissen Offenheit dahingegen, dass vielleicht nicht alles ganz realistisch ist. Das möchte ich dazu sagen. Aber mir macht es doch ganz, ganz großen Spaß. Das ist auch so die einzige Kritik, die ich daran habe, dass ich es ein bisschen unglaubwürdig finde, dass die Kinder eben erst 11 sind, zumindest die drei Ältesten hier erst 11 sind. Aber es ist eine Reihe, die mir wirklich großartig gefällt. Ich zeige euch jetzt auch mal diese Monster. Also es wird auch tatsächlich schon in Band 1 dann dargestellt und wir erfahren das auch in Band 1 schon. Ich zeige euch das hier mal als kleines Bild. Also ihr seht da im Hintergrund so ein Monster. Das hat ein riesiges Maul mit großen Zähnen und ist hier in dem Fall hinter der Emma. Und was das natürlich bedeutet, müsst ihr alle selber lesen. Aber wie gesagt, es macht großen Spaß, es ist interessant und ich mag auch den Zeichenstil. Ich zeige euch das hier mal wirklich gerne. Also ist schön gemacht, ist ein toller Manga, 20 Bände und ich freue mich sehr, denn diese Reihe wird in diesem Jahr definitiv ausgelesen. Jetzt habe ich ein Buch, über das ich nicht viel sagen möchte. Was einerseits daran liegt, ich habe es natürlich noch nicht gelesen. Andererseits daran liegt, dass ich zwar den Klappentext schon gelesen habe, aber das auch nicht mehrfach machen möchte, weil ich mich in dieses Buch reinfallen lassen möchte. Die Frage dazu ist eine 5-Sterne-Vorhersage. Und das fällt mir ein bisschen schwierig bei 5-Sterne-Vorhersagen oder wenn ich ein Hype-Gefühl habe oder auch Bücher lese, die von anderen gehypt werden, habe ich ganz oft das Problem, dass ich enttäuscht werde. Deswegen ist dieses 5-Sterne-Vorhersage für mich sehr, sehr schwierig und ich versuche, mich selber nicht zu sehr in so eine Hype-Stimmung zu bringen, damit ich eben nicht enttäuscht werde und auch noch objektiv genug bin, wenn ich dieses Buch dann lese. Denn wenn ich mich hype, dann bin ich eigentlich immer enttäuscht worden. Aber die Frage des Texts ist natürlich eine 5-Sterne-Vorhersage und da möchte ich euch zeigen Ruination, ein League of Legends Roman, geschrieben von Anthony Reynolds. So, Ruination, ein super cooles Glanzcover übrigens. Ich habe zu diesem Buch schon ein bisschen was gesagt, denn ich habe das Buch zum Geburtstag bekommen und es in meinen Neuzugängen vorgestellt. Schaut da mal vorbei, auch das Video. Ich glaube, ich verlinke euch das am besten mal auf dem i. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Da seht ihr dann meine Neuzugänge. Da habe ich zu dem Buch mehr erzählt. Es geht in diesem Buch um Viego und Callista und The Ruined Kingdom. Viego wird ja König und Callista ist in seiner Garde. Und die Königin, also die Frau von dem Viego, die Isolde, die wird krank und es geht ihr nach und nach immer, immer, immer schlechter.
Und Viego nimmt das Ganze sehr mit. Also Viego wird ein nervliches Wrack, trifft Entscheidungen, die nicht immer gut für ihn und für sein Königreich sind. Und wir begleiten ihn eben dabei, wie er immer weiter für sich zerfällt, was das mit ihm macht, was das mit seinem Königreich macht und was das auch mit Callista macht. Denn Callista ist ja eigentlich in seiner Garde, sieht aber natürlich, dass das Königreich, für das ihr Herz brennt, ja, dadurch immer mehr dem Untergang geweiht ist oder nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hätte. Das ist zumindest die Hintergrundgeschichte, ganz, ganz knapp zusammengefasst von Viego und Callista aus dem Spiel League of Legends. Und ich mag ja League of Legends sehr, sehr gerne. Ich verfolge es sehr, sehr gerne. Und in diesem Buch geht es eben um Viego und Callista. Wir begleiten beide Protagonisten. Wir haben auch andere Perspektiven da drin. Man kann in dem Buch immer sehen, wen man begleitet anhand des Icons. Ich kann mir jetzt einige schon zusammenreimen, weil ich das Spiel natürlich kenne. Das ist ein Kapitel aus Callistas Sicht definitiv. Denn Callista trägt diesen Federhelm auch im Spiel. Hier hatten wir dann wieder ein Kapitel aus ihrer Sicht, sodass man sich das immer schon so ein bisschen zusammenreimen kann. Und das Buch ist auch in verschiedene Abschnitte, also ich sag mal Entwicklungsabschnitte eingeteilt. Mehr weiß ich über das Buch noch nicht, mehr möchte ich nicht wissen, aber ich glaube, dieses Buch kann richtig, richtig gut werden, weil es ein Universum aus einem Spiel beschreibt, was mich wirklich seit Jahren schon begleitet, was mich immer wieder fasziniert, was mir großen Spaß macht zu spielen und zu schauen. Ja, und deswegen ist meine 5-Sterne-Vorhersage Ruination von Anthony Reynolds. Die nächste Frage ist schnell beantwortet. Geplante Rereads für 2023. Und ich sage es immer wieder, ich rereade nicht. Mir macht das einfach keinen Spaß zu rereaden. Es macht mir keinen Spaß, ein Buch nochmal zu lesen. Ich lese gerne mal ein Kapitel oder Abschnitte nochmal, aber dass ich wirklich ein ganzes Buch nochmal lese, kommt fast nie vor. Ich kann mir vorstellen, eine Reihe nochmal zu lesen, die jetzt neu aufgelegt wird, nämlich die Vampire Academy von Rachel Mead. Die ist damals im Lux Verlag erschienen. Damals hat Lux auch noch Bücher gemacht, die mir wirklich gefallen haben. Heute spricht mich das eher nicht mehr so an, und es wird eine Neuauflage jetzt geben. Und wenn ich von damals spreche, dann spreche ich, glaube ich, wirklich von 2012 oder so, ne? Also damals gab es diese Bücher. Ich weiß noch nicht, ob ich die rereaden werde. Die Neuauflagen sehen wunderbar aus, aber im Prinzip bin ich kein Reread-Kandidat. Ich habe hier aber trotzdem ein Buch für euch rausgeholt und auch das ist ein Manga. Und ihr seht schon, dass ihr wahrscheinlich nicht so viel lesen könnt. Und das ist der Grund, warum dieses Buch für mich ein Reread-Kandidat ist. Ich möchte Detektiv Conan lesen und zwar auf Japanisch. Ich weiß, dass mein Japanisch jetzt noch nicht dafür reicht, aber in meinem Lesevorhaben-Video habe ich euch auch schon mal erzählt, dass ich ja Japanisch lerne und deswegen ist hier mein Reread-Kandidat an der Stelle Detektiv Conan, weil ich einfach mal versuchen möchte, da hineinzulesen und schauen kann, ob ich denn vielleicht dem einen oder anderen Gespräch ein bisschen folgen kann. Vielleicht auch, wenn mein Japanisch dann nach und nach immer besser wird. Die nächste Frage ist, wie hoch ist dein Sub aktuell? Winter ist immer neuzugängelastig, deswegen sehr hoch. Also ich habe ihn nicht genau gezählt, aber ich glaube, es sind so 55 Bücher. Also als ich den Substand gemacht habe, Ende des Jahres, waren es, glaube ich, 46 oder 47. Ich habe jetzt einige Bücher geschenkt bekommen. Ich habe aber auch die letzten Wochen einiges gelesen. Also ich schätze mal, er ist höher. So um die 55 wird es sein. Irgendwie so in dem Dreh. Zwischen 45 und 55 wird er sich eingependelt haben. Die vorletzte Frage ist zu meiner Wunschliste, und zwar, welches Buch aktuell auf meiner Wunschliste steht. Da stehen ein paar Bücher drauf, aber da ich gerade so viele Bücher jetzt auch neu hier reinbekommen habe und auch erstmal einiges lesen möchte, habe ich mich entschieden, diese Frage gar nicht selber zu beantworten in diesem Video, sondern sie euch zu stellen. Deswegen schreibt mir gerne unten in den Kommentar jetzt unten rein, welches Buch steht ganz oben auf eurer Wunschliste? Mich würde das mal wahnsinnig interessieren. Und dann füllen wir die Kommentarspalte einfach mit euren tollen Wunschlistentipps. Und ja, da kann sich dann jeder einmal durchwühlen. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage des Tags. Und zwar, welches Buch bei mir jetzt demnächst aussortiert wird. Und eigentlich zeige ich euch ein Buch hier hoch, was ich schon lange aussortiert habe, was mir aber auch sehr schwer fällt abzugeben. Also ich habe das Buch für mich abgeschrieben. Ich werde diese Reihe nicht weiterlesen. Aber es war eben ein Geschenk von meinem Freund. Und ich bin immer sehr, sehr
Ja, es ist für mich sehr, sehr schwer, Geschenke auszusortieren. Ich finde, das macht man irgendwie nicht und das fällt mir echt schwer. Wenn ich mir ein Buch selbst gekauft habe und es hat mir nicht gefallen, ja, Mai, dann kommt's weg. Das ist überhaupt kein Thema für mich. Aber es war, wie gesagt, ein Geschenk und dann auch noch eins, was ich mir selber ausgesucht habe. Und zwar das Beast in Ihm von Serena Valentino aus dieser, ja, Disney-Reihe oder eine der drei Disney-Reihen, glaube ich, die gerade bei Carlsen erscheinen. Und hinten ist das Gesicht des Prinzen nochmal drauf, bevor er sich in ein Monster verwandelt hat. Also das Marketing dieses Buches, die Aufmachung dieser Reihe finde ich wirklich super, super, super cool. Macht mir großen Spaß. Ich sehe die Bücher auch wirklich gerne an, ne? Also guckt, ich will das jetzt nicht knicken, aber ne, so. Ich gucke mir die Bücher wirklich gerne an. Und gerade auch Die Schöne und das Biest und tatsächlich auch Schneewittchen finde ich ganz toll. Aschenputtel, Schneewittchen und Die Schöne und das Biest. Ich glaube, das sind so die Geschichten, die mir am meisten am Herz liegen. Es hat sich aber herausgestellt, dass diese Bücher sehr kindlich sind. Und ich habe mit diesem hier angefangen, weil mich einfach das Biest in ihm, ne, Die Schöne und das Biest sehr interessiert hat. Ich habe aber gemerkt, das ist, für mich ist das ein absolutes Kinderbuch. Und ich lese eigentlich keine Kinderbücher. Ich mag das eher nicht so. Ich brauche tatsächlich ein Buch, wo ich viel mitdenken kann. Und das hier war mir doch sehr, sehr einfach dargestellt. Ich habe dann auch mich oft gefragt, geht die Geschichte jetzt irgendwann mal voran? Und was ich dann im Nachhinein erfahren habe, ist, dass diese Bücher eigentlich auch eine längere Reihe beschreiben. Und dafür gab es natürlich auch Platz in diesem Buch. Denn es geht hier eigentlich um eine, ich glaube, es ist eine Fee, die in Band 1 eingeführt wird und über die Reihe halt immer in diesen verschiedenen Geschichten auftaucht und in diesen verschiedenen Geschichten mitspielt. Und das hat mich einfach gar nicht interessiert, weil ich wollte die Geschichte vom Biest lesen, aber nicht, ja, wie eigentlich diese Reihe konzipiert ist. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und darum war das Buch leider ein großer Flop für mich, eine große Enttäuschung, was ich so schade fand. Und es ist eigentlich aussortiert, aber es ist eben noch hier, weil es war ein Geschenk und es ist schön. Mal gucken. Wenn ich irgendwann zu wenig Platz habe, dann darf das wahrscheinlich gehen. Aber noch kann sich mein Herz davon nicht verabschieden. Ich verabschiede mich jetzt aber von euch. Was für eine Überleitung. Denn ich habe den Tag durch und da ich auch selber nicht namentlich getaggt wurde, werde ich auch keinen von euch namentlich taggen. Aber jeder, der Lust hat, fühlt euch frei, gerne mitzumachen. Es hat mir großen Spaß gemacht, den Tag bei Steffi zu sehen. Und wenn ihr Lust habt, dann macht doch gerne mit. Ich freue mich auf eure Beiträge. Und ansonsten würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.